Hallo ihr da draußen. Ist schon eine Zeit her, dass ich mich mal sehen lassen habe mit, damals war es der Black Hunter. Ihr erinnert euch, mit der Langbogen und auch der Recurve-Version. Und im zweiten Video habe ich euch dann noch den Phantom, so hieß der, auch von der Firma Mandarin Duck vorgestellt. Und jetzt hat es einige Neuheiten gegeben in meinem Leben an Bögen. Und deswegen würde ich euch heute gerne zwei Bögen vorstellen. Und heute haben wir ein Unboxing von einem Bogenbauer aus Estland. Vielleicht wissen schon einige, wen ich meine. Der Falco, der Sieben von Falco. Ich habe mit ihm Kontakt aufgenommen vor ein paar Monaten. Er hat mir schon mit einem Bogen, den ich euch nachher noch vielleicht zeigen kann, sehr schön ausgeholfen, einen Custom-Bogen. Und diesmal habe ich einen Customized Bow bestellt für meine Frau. Und der ist jetzt gerade gekommen. Und meine Frau kriegt den nach mir erst in die Hand. Was für ein Vorrecht. Ich mache mal auf. Lege ich mal gleich hier ab. Aha. Ne, da müssen wir ein bisschen weiter ran. Jetzt wollen wir die Details auch wissen. Ist das geklebt? Nein, das ist Wickelfolie. Sehr gut. So, dann haben wir hier noch die Bogensehne, die mit dabei ist. Eine Fast Flight Bogensehne mit Nockpunkt schon dran. Sehr schön. Und wie ich gerade sehe, ist das Shelf auch schon fertig beklebt und ready for rock sozusagen. Was haben wir jetzt hier für einen Langbogen vor uns? Also das ist der Spirit von Falco. Das, was jetzt hier an Farbe zu sehen ist, war der Wunsch meiner Frau. Sie wollte ein helleres Holz, was so ein bisschen so im Shabby Look ist. Und was sie auch wollte, und das finde ich auch wunderschön, ich habe schon ausgetestet, das ist ein spezielles Carbon, das Diamond Carbon, was der Seam für seine Bögen nutzt, wenn man das möchte natürlich. In den Wurfarmen, wenn man das will, noch extra Layers rein. Habe ich aber diesmal nicht bestellt, sondern ganz normal, weil ein guter Bekannter von mir hat den gleichen Bogen und auch nicht mit Bambus. Und der ist so weich zu ziehen und ist so präzise und so sauber. Und da habe ich das mit meiner Frau besprochen und sie hat es probiert. Er war nur zu stark für sie und jetzt hat sie ihren eigenen 33 Pfund Bogen. Ich hoffe, wir schauen mal eben. Ah ja. Ich zeige es euch. Hier ist ein sehr schönes Printout drauf. Kann man auch sehen, es ist der Falco Spirit mit genau 33 Pfund. Man kann das direkt mit ihm absprechen, wie viel Pfund du meinst, dass du ziehen möchtest. Man muss also nicht diese Fünfer-Schritte einhalten, die sonst normalerweise sehr üblich sind. So habe ich mir zum Beispiel einen 38 Pfünder dann bestellt, weil ich ein bisschen mehr als 28 ziehe, komme ich dann nur circa auf 40 Pfund. Das passt also sehr schön. Also, innen hat der Bogen Schwarzglas. Das ist die einfache Form. Dann gucken wir uns die andere Seite an. Dann kommen wir auf dieses Diamant-Carbon, Diamant-Carbon. Und wir gehen mal eben ein bisschen ins Sonnenlicht, weil das Schöne bei dem Carbon ist, also das ist ein spezielles Carbon. Es wirkt total schwarz, aber wenn die Sonne drauf scheint, dann kommt die Kontur des Holzes wunderschön raus, so wie ein milchiges Glas. Wunderschön. Hier haben wir dann nochmal die Tipps. Ganz schön abgerundet, wunderschön gemacht. Also das habe ich bei meinem Bogen damals auch schon toll gefunden. Da gibt es einige Bogenbauer, wo ich denke, das könnte man auch bei ihnen dann so schön nachbessern, das wäre toll. Also hier kommt auch die Holzmaserung wunderschön raus. Der Sieben oder Falco hat eine spezielle Firma aus Finnland, mit der er zusammenarbeitet. Du kannst also sehr, sehr viele verschiedenste Farbtöne, auch grelle Farben bei ihm bestellen. Und das ist so ein tief spezielles Verfahren, was ganz tief ins Holz sozusagen hineinfärbt. Und da kannst du mit den Farbwünschen sich an ihn wenden und er macht alles, was du brauchst. So, das ist die Fast Flight Sehne jetzt, die sie mit dazu geschickt hat. So in grün, Aschefarben, wunderschön gemacht, ja. Verstärkte Enden. Auch ein ziemlich kurz gewickeltes Mittenteil, finde ich auch toll. Und gleich der Nockpunkt drauf, das schauen wir uns gleich mal an. Ist aber Fast Flight. Mhm. Dann machen wir die mal drauf. Gucken wir uns mal den Auszug an. Also normal ziehe ich bis 28. 29, hier wird er jetzt ein bisschen fester, bei 29,5, 30, ja. Aber da brauchen wir nicht hin, meine Frau zieht 27, 27,5, perfekt. Also richtig schön weich im Aus, wunderschön. Und trotzdem, er fühlt sich kraftvoll an, sehr schön. So, die ersten Worte werde ich jetzt mal auf Englisch an Sieben selbst richten. Ich habe ihm das damals versprochen, als er meinen Bogen gebaut hat. Damals ging es noch um den Myth, den Mythos, den er gebaut hat. And in this way, Sim, this is now in the moment, a bit later than planned, but it is a wonderful thing that you have accomplished.
not only for my wife, I just showed her, and she will of course experience the spirit herself, but for me, because you created for me a myth that is not only a custom bow, but it's a beauty in itself, and it's wonderful to shoot. I like it, and all my little dreams you made come true, except this one. This is made of me myself. So thank you again. My next bow is already in my head, will be ordered soon from you. Thank you very much, Sim. So, das musste jetzt mal raus. Und ich denke nicht, dass sie in der deutschen Sprache so ganz mächtig ist. Was ich jetzt hier habe im Vergleich, das ist der Myth, der Falco-Myth. Können das gerne auch mal ins Bild nehmen, den Namen. Der ist ein bisschen Pastell, vielleicht geht es nicht ganz so gut drauf aufs Bild. Aber, und auch hier kann man sehr schön sehen, dass Falco anders baut als viele andere. Da haben wir 38 Pfund. Er gibt auch die Kiloangaben noch dazu. Man kann die Pfundzahl bestellen, die man selbst meint zu brauchen. Das ist dann diese Curly Birch, die Birke, die Maserbirke, die er für mich eingebaut hat. Als Kontrast haben wir dann das Holz Cocobolo. Das habe ich mir gewünscht. Irgendwo habe ich mich darin verguckt gehabt. Den Pistol Grip, den er hat, Pistolengriff. Und auch hier haben wir dann Bambus als Hauptlayer mit hellem Glas dann von der Innenseite und auch von der Außenseite dieses spezielle Diamant-Carbon. Ich hatte mir dann noch gewünscht, dann den Griff so ein bisschen herauszuheben, indem man hier so ein kleines Gesicht drauf bringt, was ein bisschen mehr Beauty reinbringt in das Ganze. Und es ist wirklich gelungen, meines Erachtens. Hier haben wir nochmal dann die Shelf-Seite. Der Shelf kommt auch dann direkt bezogen von ihm. Die String ist mit dabei. Ich habe eine Whisper String draufgesetzt, weil ich damals dachte, farblich passt das sehr gut zusammen und habe dann noch ein bisschen die Dämpfung reingebracht. Müsste noch ein bisschen getrimmt werden, ist noch relativ neu, ein bisschen sehr fluffy, aber das kriegen wir auch noch hin. Genau, und die Enden, die Tipps sind wunderschön gemacht, dieses Softe. Und das Schöne ist bei Falco, er baut Custom Bows und gibt sehr viele Möglichkeiten, die du auswählen kannst. Er baut Standard Bows, Bogen, Bögen, das musst du halt dann selbst entscheiden. Ich habe damals auch Botnik besucht gehabt, habe einige Bögen Probe geschossen, wunderschöne Teile. Der Mohawk hat es mir am meisten angetan und ist auch noch im Hinterkopf. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Das Schöne bei Falco ist, es sind auch noch sehr bezahlbare Custom Bows. Und ich denke, das ist auch heutzutage wichtig, nicht nur wegen Corona, sondern auch, weil man ja in einen Sport hineinwachsen möchte. Mit wunderschönen Teilen und gleichzeitig auch mit sehr brauchbaren Geräten. Da haben wir also meinen 38 Pfünder. Dann haben wir den 33 Pfünder von meiner Frau, bisschen kürzere Auszugslänge, deswegen 33 Pfund. Und hierzu wird es demnächst dann auch noch einen Schusstest geben. Das werden wir machen, sobald der Wind abgeflaut ist, weil heute ist heftig. Das würde keinen Spaß machen.